Boys and Girls, könnt ihr euch noch dran erinnern? Letztes Jahr 10x85 plus Anforderungen, ein 87er Team plus ein Inform, Recraft nur ohne Ende, ein paar Packs sparen, was Spieler sparen und vielleicht dein Verein ein Stück weit auffüllen und jede SBC machen. Ist das dieses Jahr möglich? Fraglich, denn auch gestern sind wieder die 10x85 plus Packs gekommen mit insgesamt zwei SBCs. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich persönlich nicht ganz so geil finde. Klar, 10x84 plus Upgrade ist gekommen. Unendlich wiederholbar, die Anforderungen, aber genau die, die wir letztes Jahr für ein 10x85 Plus Pack hatten. Wir wollen heute mal testen, lohnt sich das überhaupt, das durchgängig zu grinden? Wie viel Verlust macht man pro Pack und. Dazu werde ich euch natürlich auch einen Counter mit Coins reinsetzen. Wir werden das mal nachrechnen und mal schauen, wie viele Packs haben wir denn da überhaupt gezogen. Was machen wir durchschnittlich an Verlust und so weiter und so fort. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das ganze Video gefällt, die Idee gefällt und schreibt mir gerne eure Meinungen zu dem Content aktuell in die Kommentare. Wir starten rein. Let's go. Okay, Männers, wir starten rein in das ganze Experiment. Ihr seht schon, 111.000 Münzen haben wir ausgegeben. So kostet ungefähr die 10x84 plus SBC. Meiner Meinung nach, es ist absolut frech, dass wir nur ein Team of the Week abgeben müssen. Ne? Oder dass da nicht mal irgendwas reingesetzt wird. Team of the Week oder Food Champions Karte, Team of the Week oder Tots Karte. Das ist auf jeden Fall erstmal das erste Pack. Unser Ziel ist es, das Pack zu ziehen, alles, was wir nicht brauchen, wieder reinzuballern, in der Hoffnung auf Footies, die vielleicht viel wert sind, die dann vielleicht auch zu behalten, ne? Und dann einfach die Karten nachzukaufen und am Ende zu schauen, ob wir nach 10, 20 oder auch 30 Stück, ich weiß noch nicht, wie viele wir machen werden, ne? Zumindest für die Packs wenig ausgeben müssen, also so maximal 20k. Ob uns das Ganze gelingt, werden wir schauen, deswegen, wir wollen nicht lange fackeln, geben das Pack natürlich ab und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt wird. Ich habe euch übrigens auch noch eine kleine Info reingemacht, dass wir insgesamt 0 Packs gezogen haben. Das ändern wir natürlich jetzt. Das geht nämlich jetzt auf 1 und wir gucken, Team of the Years und Co. sind ja möglich, wie allgemein das Rating aussieht. Da bin ich halt unfassbar gespannt. Der Spieler, der jetzt gerade angezeigt wird, wird ein 88er Rating sein. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass wir ab und zu echt höhere Ratings abgeben müssen. Plus, wir müssen Hoffnung haben, dass wir in jedem Pack in irgendeiner Art und Weise einen Inform haben, was hier nicht stattfindet. Und hier können wir auch das komplette Pack erstmal direkt wieder abgeben. Wir sind angekommen bei Pack Nummer 2 und SBC Nummer 2. Ihr seht es schon, wir mussten ein 88er Inform nachkaufen. 45.000 Münzen kostet der Mann. Wir haben alles wieder reingesteckt. Also ihr seht, günstig wird es nicht. Gut, wenn wir das zweite Pack jetzt ziehen, weil zahlen wir statt 111k pro SBC gerade aktuell knapp 76.000, 77.000 Münzen. Das wird wahrscheinlich auch immer nach und nach ein bisschen weiter runtergehen, aber pro Pack ist das definitiv nicht wenig. Damit starten wir rein mit Pack Nummer 2. Ich bin halt unfassbar gespannt, ob wir es überhaupt schaffen, mal ein paar Spieler weg oder beiseite legen zu können, um vielleicht Futter für andersweitige SBCs wie das 10x85 Plus Pack sparen zu können. Unana ist am Start. Ziel ist natürlich hier den Futti oder den Totti auch zu ziehen. Hier sehen wir Rigne, Pessina, aber 90 plus ist absolute Fehlanzeige. Was übrigens eine absolute Frechheit ist, dass die 87er Informs und Co. alle extinct sind. Zwischen knapp 35.000 bis 37.000 Münzen. Deswegen müsst ihr den auf jeden Fall snipen. Ihr seht schon, wir haben den nächsten geholt, denn wir brauchen diesmal statt dem 88er, hey, nur einen 87er. Damit gehen unsere Gesamtkosten insgesamt auf 191.000 Münzen hoch. Für 3 Packs. Also es wird weniger, aber ich habe hier echt Bedenken, dass wir selbst 84er mal sparen können. Und damit gehen wir rein in das dritte Pack. Ich denke, ja, einen Tod hier mal angezeigt zu bekommen, wäre schon richtig, richtig wild. Wir sehen wieder einen 89er namens El Sharawi. Wer ist dahinter? Immerhin mal ein 90er, aber der Rest des Packs ist wirklich bodenlos frech. Hilfe! Unser Pack war so schlecht, dass wir sogar einen 90er Informs mit Acuna nachkaufen mussten. Preis 47.500 Münzen. Wir haben 3 Packs gezogen. Das vierte haben wir jetzt fertig. Aber aktuell schwierig. Und in das Pack Nummer 4 wollen wir jetzt auch reingehen mit einem Footy-Chat. Oh, es wird Diego Carlos werden. Das ist schade für uns, gerade auf diesem Account, weil wir ihn hier schon haben. Aber das ist ein Rating, was uns sehr, sehr viel weiterbringen könnte und dass wir vielleicht
mit Glück den ein oder anderen Spieler sparen. Aber Diego Carlos, der Footy im Vierten, ist schon mal wirklich, wirklich nice. Und würde, wenn wir ihn jetzt noch nicht hätten, ne, übrigens auch vom Rating her geht es ganz gut in Ordnung, das Pack, würden wir halt wirklich, wenn wir den sparen würden, würden wir von 238k ein bisschen runtergehen, weil im Endeffekt wird mir Carlos, der vielleicht 90k wert ist, zumindest schon mal weniger ausgegeben haben, zumindest von den Spielern, die wir auch behalten würden. Das Schöne ist, wir können Volland und Malen erstmal sparen. 30k müssen trotzdem ausgegeben werden, plus 5k für die beiden, ne, die ja auch mit reingehören, aber all in all 35k ausgegeben und 287er behalten. Das klingt zumindest schon mal ganz gut. Liegt aber nur daran, dass wir Diego Carlos hier halt abgegeben haben, weil Duplikat schon da war. Ich sag euch, wie es ist. Das größte Gut wäre, in so einem Pack immer Informs zu ziehen, weil du damit keine 30k ausgeben musst. Weil das kommt sowieso, egal was du sparst. 91er Lamela ist schon mal ein richtig guter im Pack Nummer 5. Was ist dahinter? 92 Pluser, viele 84er, aber wieder kein Impfung. Das bedeutet mindestens 30k, die wir ausgeben müssen. Auch wenn wir Till bekommen haben mit dem 83er Rating, bringt es uns alles nichts und wir müssen das komplette Pack abgeben, um auf das 87er Team zu bekommen. Damit für Pack Nummer 6, wenn wir es gezogen haben, insgesamt Ausgaben bei 303k, heißt all in all wird man gerade aktuell 50k pro SBC bezahlen, was schon teuer ist. Weil im Endeffekt haben wir ja trotzdem nur 287er gespart. Nächster Footy, es wird wieder Diego Carlos. Ich glaube, mit Footy hast du halt die Möglichkeit, wirklich den ein oder anderen Spieler nochmal kurz zu sparen. Wenn jetzt noch ein Inform dahinter ist, wäre das wirklich, wirklich big. Und ist es sogar. Und richtig gutes Rating noch dahinter. Das könnte sehr interessant werden. Das könnte uns ganz gut nach vorne bringen. Weil Diego Carlos zum Doppelten, zum Zweiten, ist schon sehr, sehr nice. Plus, da könnte auch mal Neymar da sein. Das Pack war ein absoluter Segen. Wir haben keine Ausgaben für den Inform. Wir können sogar nur 3 83er reinstellen, für die ich jetzt gerade aktuell 3k anvisiere, also 9k. Und wir haben jetzt auch wieder 2 Karten gespart, und zwar 88er Koke und 90er Skriniar. Das geht auf jeden Fall in Ordnung und natürlich wird der Preis extrem gedrückt, weil wir jetzt nur 9k bezahlt haben. Wenn du halt so im Durchschnitt 30k ausgibst, könnte ich vielleicht sogar das verkraften, zu sagen, das geht in Ordnung. Aber dafür brauchst du halt Packluck. Und sind wir mal ehrlich, 2 Footies in 6 Packs, das ist schon jede Menge Packluck. Jetzt gehen wir weiter mit der Europa League Karte. Das ist der gute alte Miranda mit einem 88er Rating. Jetzt die Hoffnung auf den Inform. Das ist, glaube ich, immer das essentiell Wichtigste bei solchen Packs. Und bei den Packs, und hier haben wir keinen, deswegen glaube ich auch hier alles abgeben, Inform kaufen und hoffen auf das nächste Pack. Und genauso sieht es auch aus. Madison wurde gekauft für 32.500 Münzen. Ich denke mal, wenn wir 32.000 eingeben, ist das auch in Ordnung. Macht eine Gesamtausgabe für 8 Packs, wenn wir es dann gleich gezogen haben, von 344k. Aber das Pack war wieder zum Vergessen. Die Devise ist, in Pack Nummer 8, was wir jetzt ziehen, wieder was Cooles rauszuholen. Gerade der Inform, wie gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Meslier wird jetzt hier angezeigt. Vielleicht dahinter noch eine Hero-Karte wie Al-Owairan. Leider nicht, aber das Rating sieht wirklich, wirklich gut aus. Das muss ich wirklich sagen. Das Rating sieht richtig, richtig gut aus. Okay, Jungs, wir schaffen es sogar, 2 Karten zu sparen. Und zwar Sousa und Meslier. Liegt einfach daran, dass wir einfach den Inform sowieso kaufen müssen. Das bedeutet, 86er, wenn ihr die snipet, sind ungefähr bei 32.500. Ob wir jetzt für einen 81er 30k ausgeben oder für einen 86er 32k, ist im Endeffekt egal. Aber wir können damit die hier sparen. Dazu Immobile noch reingestellt. Plus Abraham kommen wir auf den insgesamten Kostenpunkt, obwohl wir 2 Karten gespart haben, die darf man ja nicht vergessen, bei 44.000 raus. Heißt, wir sind jetzt insgesamt bei 86.000 und damit können wir auch reingehen mit Pack Nummer 9. Und damit gehen wir auch rein mit Pack Nummer 9. Vielleicht nochmal mit dem richtigen Glücksfall mit Team of the Year, leider Gottes nicht. Franzose Innenverteidiger diesmal, 87er Kalulu. Auch hier Hoffnung, Inform, ihr kennt glaube ich das ganze Prinzip mittlerweile. Aber das ist im Gegensatz zum vorherigen Pack nicht wirklich gut. Schade. So geil es war, ein paar Karten zu sparen. Ja, Meslier muss mit rein, weil sonst wir bräuchten einen 93er Inform. So können wir Meslier reintun. 90er Acuna. Aber ja, Kostenpunkt bei knapp 48.000 Münzen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, eine angesparte Karte abzugeben, weil das Pack danach halt einfach super schlecht war. Und damit gehen wir auch zum letzten Pack des Experiments, um dann mal zu gucken, was haben wir denn wirklich maßgeblich ausgegeben. Miranda wird nochmal angezeigt. Leider kein dritter Footy. Ich meine, 2 haben wir ja gezogen. Ne?
Rating stimmt auf jeden Fall. Maximal oder nur 384er, das ist schon mal ganz sauber. Aber all in all, wir haben das Pack jetzt. Wir können das natürlich dann immer weiter und weiter machen. Deswegen wiederholbar, unendlich, grinden ohne Ende. Doch lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jein. Eher nein. Ich finde das eine Katastrophe, dass es halt keine 10x85 plus Packs mehr sind. Wenn wir das mal durchrechnen, für 10 Packs haben wir ungefähr pro Pack 43.400 Münster ausgegeben. Man muss halt hoffen, dass hier ein Inform drin ist. Sobald hier ein Inform drin ist, kannst du das auch mit Karten, die du vielleicht schon angespart hast, die du vielleicht auch schon im Verein rumliegen hast, gut auffüllen. Wenn du keine Inform drin hast, sind hier 30k mindestens dabei, die du definitiv ausgibst. Und ihr seht schon, in 10 Packs hatten wir gerade mal einen einzigen Inform. Klar, Packler kann drin sein, wenn ihr Glück habt und zieht einen Footy, zieht den Team of Gear, den aufsparen und dann meinetwegen ein bisschen mehr ausgeben, um das nächste Pack zu öffnen. Und ihr sagt, ihr habt einen Kurt Rutt drin, der ist 400k wert. Da holt er natürlich auch ordentlich was raus. Aber das ist halt komplett Pack unabhängig, sondern es ist Pack Luck abhängig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde von dem Ganzen ein bisschen zurückgreifen. Ich finde es auch schade, dass diese Pack-Anforderung bei einem 10x84 Plus Pack kam, obwohl es letztes Jahr 10x85 Plus waren, was viel, viel mehr Spaß gemacht hat, unendlich zu grinden. Denn jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, dass das 10x85 Plus Pack nie kommt mit einer einzigen SBC, sondern wenn es unendlich wiederholbar ist, bei den zwei SBCs bleibt. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen zu dem ganzen Sache rein. Ich wollte euch einfach mal zeigen, ob sich das Ganze denn überhaupt lohnt, falls sich da jemand Gedanken gemacht hat, ob er es machen möchte. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.